Hallo und herzlich willkommen nicht im Wald, sondern vorm Grabhügel. Sämtliche Störgeräusche in diesem Video bitte ich zu entschuldigen. Leider Gottes gibt es hier nicht nur einen Grabhügel, sondern auch einen Flughafen, zwei Straßen, den Rhein und mich. Also jede Menge Dinge, die hier Lärm produzieren. Und Wind. Wind gibt's auch noch. Im Übrigen kann ich irgendwie meine Kamera gar nicht richtig erkennen, weil es gerade so hell ist und alles, weil nicht im Wald. Also wenn ich nicht im Wald bin, fühle ich mich ohnehin unwohl und Grabhügel hier hinter mir, diese lustige Erhebung, die zwar unspektakulär aussieht, aber äußerst spektakulär ist. Und vielleicht stelle ich die Kamera mal anders hin, damit ihr ein bisschen mehr was davon habt, dass ich hier mich an so einem großartigen Grabhügel befinde. Da seht ihr jetzt auch nichts, weil ich im Bild bin, aber sonst würdet ihr da hinten so eine kleine lustige Steinreihe sehen. Ja, wenn man auf einem Acker unterwegs ist und auf diesem Acker plötzlich eine Steinreihe findet, beziehungsweise einen Steinkreis, das ist es nämlich eigentlich, wir gehen das Ding nachher auch noch ab, dann kann man sich zu Recht fragen, ob das nicht irgendeine besondere Bewandtnis damit auf sich hat. Und wenn sich dann innerhalb dieses Steinkreises auch noch ein Hügel befindet, dann darf man zu Recht davon ausgehen, dass es sich wahrscheinlich um einen keltischen Grabhügel aus der späten Hallstattzeit handelt. Das heißt, wir befinden uns jetzt so ungefähr im Jahre 600 vor Christus, wenn wir hier jetzt herumwandeln. Und dürfen uns zu Recht die Frage stellen, ob die Kelten nicht eventuell was dagegen gehabt hätten, wenn man auf ihrem Grabhügel hockt und Mittagsschläfchen macht. Werden wir aber nie herausfinden. Daher gehe ich davon aus, dass derjenige, der da drin liegt, inzwischen nicht mehr allzu viel Protest darauf anwenden wird. Außerdem schläft er ja auch. Und wenn ich das dann auch tue, wird das wahrscheinlich nicht so dramatisch sein. Das mit den Störgeräuschen habe ich ja schon erwähnt. So, ja, die Kelten. Warum wissen wir denn überhaupt, dass die Kelten Kelten heißen? Das wissen wir nur deswegen, weil es die Griechen netterweise für uns aufgeschrieben haben. Da hat nämlich irgendein griechischer Gelehrter mal so eine kleine Tour unternommen und festgestellt, ach, da gibt es ja so ein Volk, das sich selbst wohl scheinbar irgendwie als Kelten bezeichnet. Scheinbar, ist alles ein bisschen umstritten. Denn die Jungs selber haben leider nie was aufgeschrieben. Also demzufolge macht das schwierig, was zu ihnen rauszufinden. Das Einzige, was wir quasi als Quellenmaterial haben, um überhaupt irgendwelche Dinge über die Kelten in Erfahrung zu bringen, sind tatsächlich Aufzeichnungen der alten Griechen, weil die Römer gab es da noch nicht. Und archäologische Funde, größtenteils irgendwelche Grabgeschichten. Ganz wenige Siedlungsreste, also anhand von Strukturen im Boden noch zu erkennen. Das kann man sehr gut per Luftaufnahme dann feststellen, dass hier und dort in der Nähe irgendwelcher Grabhügel wohl auch Gebäude gestanden haben. Zu denen weiß man aber auch kaum etwas. Und Rekonstruktionen keltischer Dörfer, die es gibt, die auch durchaus ganz anschaulich sind und beeindruckend sind, sind sehr weit hergeholt, ehrlich gesagt. Weil man weiß es halt einfach nicht. Ist natürlich trotzdem schön, dass es solche Rekonstruktionen gibt. Von der zeitlichen Einordnung her befinden wir uns bei den Kelten in der Eisenzeit. Die Kelten waren quasi über die komplette Eisenzeit hindurch vertreten. Zuerst im eher süddeutschen Raum, in der späteren Keltenzeit, dann, man spricht auch von der Latenezeit, wenn ich sie korrekt ausspreche, waren sie auch im norddeutschen Raum ein wenig häufiger anzutreffen bzw. regelmäßig vertreten und haben dann am Ende ihrer Epoche, wenn man so möchte, angefangen nach Süden, südlich der Alpen zu wandern. Dort gab es dann militärische Konflikte mit den aufkommenden Römern bzw. den dort noch heimischen Etruskern. Und entsprechend sind sie wieder zurück nach Süddeutschland gewandert und haben dann da kurz vor ihrem Ende, wenn man so möchte, tatsächlich einen Hochkulturstatus fast erreicht.
wenn man die fehlende Schrift mal außen vor lässt. Normalerweise sollten Hochkulturen auch eine Schrift entwickelt haben. Das haben die Kelten eben nie. Man vermutet, dass das aus religiösen Gründen gewesen ist, weil es irgendwie für die Druiden wichtig war, nichts aufzuschreiben, sondern all ihr Wissen quasi auswendig zu lernen. Und als Religions- und Bildungselite der Kelten, was die Druiden wahrscheinlich gewesen sind, waren die halt für all so einen Bildungskrempel zuständig. Und wenn die dann sagen, wir schreiben nichts auf, dann schreiben wir natürlich auch nichts auf. Ergo, wir wissen sehr wenig über besagte Kelten. Und das war jetzt so ein kleiner Grundübersicht über die Geschichte. Hauptquelle für irgendwelche Informationen über die Jungs ist halt eben so ein Grabhügel, sofern er dann nicht schon geplündert worden ist. Die allermeisten Grabhügel wurden schon sehr, sehr, sehr früh geplündert, also sprich noch bevor man überhaupt irgendwie an Archäologie gedacht hat, haben noch in der Antike selber oft Grabräuber halt eben rausgeholt, was da zu holen war, weil das war damals auch schon wertvoll. Das waren ja alles sehr reiche Grabbeigaben und vor allen Dingen auch Schmuck. Und dieser Schmuck hat mal abgesehen vom materiellen Wert und der Unbezahlbarkeit, die er heute besitzt aufgrund seines historischen Wertes, war der damals einfach materiell wertvoll. Das wollte ich sagen. Gut. Was gab es noch in so einem Grabhügel? Ganz oft waren da drin auch noch irgendwelche Prunkwagen beigesetzt, insbesondere in der späteren Hallstattzeit und in der befinden wir uns jetzt zeitlich, um nochmal darauf zurückzukommen, also so rund 600 vor Christus rum. Da ist auch ungefähr dieser Grabhügel hier angelegt worden. Den gucken wir uns gleich noch an genauer. Ja, und da gab es eben unter anderem diese berühmten Halsringe und Armringe als Schmuckbeigabe, zum Teil aus Bronze überwiegend, stellenweise auch noch aus Eisen. Das waren so die beiden hauptsächlich verwendeten Metalle. Goldschmuck hat man eigentlich wenig gefunden. Ganz wenig. Das gab es auch schon, aber war wohl nicht so verbreitet. Ja, so ein Grabhügel wie der, an dem ich mich hier befinde, stellt so die Hauptquelle zu Erkenntnissen über die Kelten dar. Ist so gewesen, dass man die relativ früh im 19. Jahrhundert bereits angefangen hat, erste Ausgrabungen bei denen zu machen. Das waren ganz oft irgendwelche Hobbyarchäologen, die da ein bisschen was ausgebuddelt haben. Das hat dazu geführt, dass man natürlich nicht mehr so hundertprozentig nachvollziehen kann, was der jetzt wann, wo, wie genau gefunden hat. Ist natürlich schade, weshalb dann eben auch, dadurch geht halt auch der Fundzusammenhang ein bisschen verloren, dass man eben nicht mehr exakt weiß, das lag jetzt wo. Man weiß bestenfalls noch, das lag in diesem Grabhügel. In den allermeisten Fällen gibt es bloß Aufzeichnungen, die besagen, dass da gebuddelt wurde und dass da Folgendes drin war. Die Stücke selber, die drin waren, sind nicht mehr erhalten. Ist ganz oft so. So auch bei diesem Hügel hier. Da weiß man eben nur aus den Aufzeichnungen desjenigen, der hier gebuddelt hat, dass da drin war ein Dolch, Teile eines Prunkwagens mit Bronzeverzierungen und Eisenverzierungen, scheinbar noch diverser Schmuck, verschiedene Arm- und Halsringe, beziehungsweise ein Halsring und ich glaube zwei oder drei Armringe hat man gefunden und ganz typisch auch für diese Zeit Gewandfibeln, die im Prinzip die Kleidung zusammengehalten haben und das ist so eine Art Manschettenknopf, wenn man so möchte, uns in die heutige Zeit irgendwie übertragen will. Das ist also jetzt in diesem Fall von diesem Grabhügel, würde das allein nicht viel über die Kelten aussagen. Es gibt natürlich auch noch andere Hügel, die man noch ein bisschen besser untersuchen konnte, weil sie tatsächlich noch unberührt waren. Da gibt es genau genommen eigentlich so diesen einen Sensationsfund. Das ist der Grabhügel bei Hochdorf an der Enz. Da gibt es auch ein Keltenmuseum, das ich zum Zwecke dieses Videos aufgesucht habe, um mich da noch mal ein bisschen zu informieren, damit ich auch ja keinen Unsinn erzähle. Da so ein Grabhügel entsprechend pompös und teuer auch gewesen sein wird, konnten sich so ein Grabhügel natürlich auch nur die Reichsten der Reichen leisten und daher spricht man bei den Grabhügeln auch von Fürstengräbern. Zu diesen Fürstengräbern gab es dann auch in den allermeisten Fällen, sofern wir es nachweisen können, auch entsprechende Fürstensitze, also sprich Siedlungen, in denen dieser Fürst gelebt hat und drumherum nochmal entsprechend ein
man kann schon von einer Stadt sprechen eigentlich, da drumherum hatte und noch eine weitere zusätzliche Siedlung und außenrum wahrscheinlich noch vereinzelte Höfe. Aber so genau ist das auch in den meisten Fällen wieder nicht genau und nicht nachweisbar. Wichtig ist das jetzt natürlich dafür, dass wir jetzt zum Thema Wald bei den Kelten kommen, denn es geht hier ja tatsächlich primär erstmal um die Waldgeschichte, was die Kelten quasi mit dem Wald angestellt haben. Wir wissen aus verschiedenen Quellen, dass sie diverse heilige Bäume hatten und verschiedene Baumarten, verschiedene Funktionen in der Mythologie hatten. Das ist auch, wenn es soweit überliefert ist, von den Griechen angedeutet worden, beziehungsweise dann später auch von Julius Caesar persönlich. So in ganz, ganz geringen Ansätzen wurde da auch so ein bisschen was von der Mythologie der Kelten überliefert. Aber man weiß da ganz, ganz wenig. Auf jeden Fall wird es einen gewissen religiösen Bezug zu Bäumen und dem Wald gegeben haben. Das ist ja schon mal an sich ganz schön. Das hat die Kelten aber trotzdem nicht davon abgehalten, für ihre Fürstensitze mit Sicherheit riesige Kahlflächen im bis dahin doch noch größtenteils bewaldeten Deutschland anzulegen. Wenn ich jetzt sage riesig, naja, für die damaligen Verhältnisse, jetzt muss man mal gucken, so ein Grabhügel, tatsächlich, die waren grundsätzlich unbewaldet und es gab für nicht ganz so reiche Leute auch Grabhügelfelder. Ich glaube sogenannte Nekropolenfelder oder Nekropolen. Das sind dann viele kleine Grabhügelchen, die jetzt nicht so pompös sind wie so ein riesiger Fürstengrabhügel. Und all diese Landschaft, wo diese Grabhügel angelegt haben, war, wie man vermutet, definitiv unbewaldet. Und die Grabhügel waren auch immer in zentraler Nähe zu diesen Fürstensitzen gelegen. Ganz oft war es so, dass ein Fürstensitz auf irgendeinem Hügel, irgendeiner Erhebung gelegen hat und schon eine gewisse Burg gewesen ist, auch wahrscheinlich eben mit einer gewissen Schutzfunktion. Die frühen Fürstensitze, da können wir nicht nachweisen, ob die in irgendeiner Form nennenswerte Schanzanlagen, Wallanlagen oder ähnliches gehabt haben. Wahrscheinlich wird es einfache Palisaden aber sicherlich gegeben haben. Jetzt ist es so, dass eben dadurch, dass diese Siedlungsweise, die wir doch aus der Jungsteinzeit kennen, mit diesem einmal kurz 30 Jahre irgendwo wohnen, weiterziehen, da wieder alles platt machen, neues Feld anlegen, da ungefähr 30 Jahre wohnen, weiterziehen und wieder alles platt machen, neues Feld anlegen, wurde spätestens eben mit diesen Fürstensitzen aufgegeben und es gab erste dauerhafte Siedlungen, in denen auch wirklich viele Leute gelebt haben. Also nochmal erheblich mehr, als das eben in diesen jungsteinzeitlichen Siedlungen dann der Fall gewesen sein wird. Aber das ist alles super spekulativ, weil man es eben einfach nicht so genau weiß. Jetzt ist es allerdings sehr interessant und damit kommen wir jetzt nochmal zurück zur Rolle des Waldes bei dem Ganzen. Selbstverständlich haben die den Wald gerodet, um da Acker anlegen zu haben müssen können. Und war natürlich auch auf Holz angewiesen als Bau und vor allen Dingen als Brennmaterial. Was noch erschwerend dazu kam, was den Holzbedarf in der Eisenzeit noch erheblich gesteigert haben wird, war die namengebende Eisenbearbeitung bzw. Verhüttung. Man konnte nun Eisen einschmelzen und hat das natürlich auch im großen Maßstab betrieben. Das Zeug war ja nicht nur für den persönlichen Gebrauch da, sondern eben auch als Handelsware unglaublich wichtig und hat den Kelten auch ermöglicht, zum Beispiel mit den alten Griechen und dem kompletten Mittelmeerraum, der ja technologisch gesehen und kulturell gesehen viel, viel, viel weiter entwickelt war als unser primitives, von den Barbaren bewohntes Deutschland. Die haben da richtig schön Handel mit dem Mittelmeer getrieben, das weiß man, weil eben zu den Grabbeigaben in diesen Hügeln auch ganz oft irgendwelche Töpferware aus Griechenland, irgendwelche Vasen mit Herkules drauf und ähnlichen Späßen gehört hat, was sie da dann eben entsprechend eingetauscht haben, vermutlich gegen Eisen, da Eisen ja gar nicht so sehr verbreitet war bei denen. Das hat man quasi dann aus unserer Eisenzeit in die noch herrschende Bronzezeit exportiert sozusagen.
War also ganz interessant und man kann auch davon ausgehen, dass bei den erst später aufkommenden Römern die keltische Kultur insofern einen gewissen Einfluss gehabt hat, dass der römische Streitwagen, der dann später aufkam, verblüffende Ähnlichkeit zum keltischen Prunkwagen aufweist, der viel früher von den Kelten eben erfunden wurde und gebaut wurde, beziehungsweise ob er erfunden wurde, wissen wir nicht, vielleicht war irgendjemand noch schneller, aber wahrscheinlich werden es tatsächlich die Kelten gewesen sein. Und auch in der Waffentechnik haben sich die Römer bei den Kelten viel abgeguckt, die tatsächlich super fortschrittlich in der Metallbearbeitung, also in der Eisenbearbeitung gewesen sind und wahrscheinlich sogar schon so erste Stähle auf die Reihe bekommen haben. Also nicht einfach reines Eisen, sondern schon mit gewissen zusätzlichen Dingen drin. Also man spricht dann ja von einer Legierung. Wahrscheinlich wird der Kohlenstoffstahl, das ist jetzt meine Theorie, auch um diese Zeit schon erfunden worden sein. Einfach aus Versehen, weil Kohlenstoff, Kohle bei Bearbeitung von Stahl im Feuer, das ist jetzt nicht gerade abwägig, dass da ein bisschen Kohle im Stahl landet. Also, naja, aber das ist alles so ein bisschen spekulativ. Tatsache ist jedenfalls, die waren meisterhafte Eisenschmiede. Man hat bei dem vollständig erhaltenen, bis auf die Holzteile, die sind im Laufe der Zeit verwittert, aber bei den ansonsten vollständig erhaltenen Prunkwagen aus dem Grabhügel von Hochdorf an der Enns, den hat man rekonstruiert und derjenige, der das gemacht hat, war ein sehr, 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 sehr guter Feinschmied für Eisen und der kann natürlich auch mit anderen Metallen umgehen und hat festgestellt dabei, dass das im Prinzip, wenn man bedenkt, welche Methoden die damals hatten und welche Werkzeuge nur zur Verfügung standen, hat sich die Eisenbearbeitung, die händische, seit den Kelten nicht mehr weiterentwickelt, weil die schon so fortschrittlich waren und von der Handwerkskunst so geschickt gewesen sind, dass man das heutzutage auch nicht besser kann. Es sei denn mit irgendwelchen Hightech-Maschinen und so weiter und so fort. Aber das war wohl schon wirklich das Feinste vom Fein. Flugzeug! Die Flieger fliegen hier gerade ein paar Meter an mir vorbei. Das war Turkish Airlines. Wie dem auch sei, jetzt habe ich vergessen, worauf ich hinaus wollte. Ich hoffe, ihr verzeiht mir so diese paar interessanten Fakten zu Kelten jetzt nicht unbedingt in einer wahnsinnig logischen Reihenfolge vorzutragen. Es ist ein sehr komplexes Thema und kompliziert. Spannend finde ich auf jeden Fall auch noch, dass bei diesen Fürstengräbern man verschiedene Beigaben gefunden hat, die den Hobbys desjenigen, der im Grab liegt, entsprechen. Sprich, zum Beispiel eben wieder dieses Hochdorf an der Enns Grab. Der Fürst, der da drin liegt, beziehungsweise lag, der war wohl hobbymäßig leidenschaftlicher Angler und Jäger, war aber kein Krieger, weil man keinerlei Kriegswaffen gefunden hat, sondern nur einen vermutlich Jagdboden, beziehungsweise die Überreste davon und Pfeile, beziehungsweise die Pfeilspitzen davon, Holz vermodert ja eben so schnell. Vom Bogen war übrigens auch noch, also beziehungsweise da geht man davon aus, dass der Bogen dabei gewesen sein wird, da nämlich auch noch die Reste eines Köchers gefunden wurden, die bronzenen Beschläge an diesem Köcher. Und wohl noch ganz, ganz, ganz wenige Reste von irgendwelchen Lederteilen, die da auch irgendwie dazugehört haben werden. Wieder in anderen Gräbern gab es dann eben sehr wohl Beigaben wie Schwerter oder Lanzen. Das wird dann jemand gewesen sein, der durchaus auch im Kriegshandwerk befähigt gewesen ist und da wohl große Taten vollbracht haben wird zu Lebzeiten, weil anders wäre ja nicht zu erklären, weshalb er durch sein Kriegshandwerk zum großen Fürsten geworden ist. Dieser Hügel hier nebendran, ich gehe für mich selber davon aus, dass da ein wahnsinnig großer Krieger drin liegt. Die Knochen müssten nämlich eigentlich noch theoretisch irgendwo zu finden sein, wenn man da nochmal intensiver graben würde. Also, das heißt, der Junge ist noch da. Ergo, jawohl, großer Krieger hier nebenan. Finde ich irgendwie schön, den Gedanken. Nicht, dass das jetzt irgendeine Bewandtnis hätte.